So, liebe Leute, welcome back, das immer wieder in Formel 1 2016. Gut, dass ihr eine kleine Pause eingelegt habt, ne? Denn der Frustrationslevel war schon knapp über 100%. Da wäre mir bald der Kessel geplatzt vor lauter Aufregung. Wir gehen heute rein. Dritte Trainingssession, so ist richtig. Und ich werde nochmal die Qualifying-Geschichte nochmal probieren. Also diese Qualifying-Zeit, ne? Das Trainingsprogramm-Update. Das würde ich ganz gerne mal machen. Und dann war der Tipp noch da, den Abtrieb zu erhöhen. Ihr seht ja, wir haben ja schon ein bisschen Plus jetzt, was das angeht. Oder was wir schon reingebuddert haben. Ich habe mir aber mal angeschaut, der Eriksen hatte noch eine beschissenere Zeit als ich. Ich werde jetzt nochmal versuchen, die Qualifying-Zeit. Ansonsten fahre ich das erste Rennen jetzt in der neuen Saison. Ganz geschillt. Die Qualifying-Zeit und dann das Qualifying selber natürlich und dann gehen wir ins Rennen und gucken, was wir rausholen können. Die Folge wird ein bisschen kürzer, weil ich ja Rennen und Training und solche Geschichten immer getrennt voneinander behandle. Deswegen gehen wir jetzt mal rein. Setup ist die große Frage. War auch in den Kommentaren gestanden, dass ich beratungsresistent bin. Ich finde die Setups aber in der Summe, die hier angeboten werden, alle gut. Und ich habe mit denen auch unter Wettbewerbsbedingungen, was jetzt die Community angeht, in Livestreams gute Erfahrungen gemacht. Deswegen würde ich die ganz gerne behalten. Das ist die letzte Session, in der wir unsere Reifenabnutzungsauswertung durchführen können. Okay. Es wäre wichtig, zumindest ein Programm abzuschließen. Ich probiere es nochmal. Wir schauen mal. Also sieh sie dir am Monitor an. Fliegende Runde. Nach wie vor von der Schwierigkeitsgrad her Meister. Wir werden ja sehen. Wäre schön, wenn ich jetzt auf Anhieb das irgendwie auf die Kette kriegen würde. Aber es ist halt nicht so einfach, wie ich mir das in der zweiten Saison vorgestellt habe. Das lief gut hier. Mit der habe ich auch immer so meine liebe Not. Ich muss ein bisschen mehr auf die Bremsen treten. Das sollte ich mir angewöhnen. Und weniger Zwischengas. Ich weiß nicht, wann ich mir das angewöhnt habe mit dem Zwischengas. Keine Ahnung. Blödsinn eigentlich. Habe ich vorher nie gemacht. So. Bin ich wieder ein bisschen abgekommen da von der Ecke, aber es geht noch. Wollen wir vielleicht in der nächsten Kurve ein bisschen mehr kriegen. War jetzt nicht so schlecht. Das geht schneller hier in der Ecke. Das geht auch nochmal ein bisschen schneller. Hier muss ich aufpassen. Die übertreibe ich immer, die Ecke. So. Bisschen weit ausgeholt eben, habt ihr gesehen, ne? Da bin ich jetzt gut rumgekommen. Das war in Ordnung. Jetzt kommt die heiße Kurve. Nicht so schön genommen. Nee. Da hätte ich viel weiter ausholen müssen. Auf die linke Seite. Das waren Nuancen eben wieder falsch. Wie gesagt, es bewegt sich alles hier gefühlt zum... Ich fahre so hart am Limit für den 19. Platz, aber... Es soll nicht sein. Ich fand diese Runde jetzt richtig sauber, aber das reicht nicht. Für eine Zeit, das sind 4 Zehntel, das ist wirklich, wirklich viel. Und es lässt sich, auch mit einem anderen Setup komme ich da nicht schneller voran. Ne? Wenn wir diese Zeit nicht verbessern können, sollten wir das Programm wiederholen. Nur mit der Ruhe. Na, ist mir der gleiche Fehler passiert wie beim letzten Mal schon. Nochmal zurück in die Garage. Ich muss mir das jetzt mal anschauen. Ruhig bleiben und entspannen. Der Flügel muss repariert werden. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Es ist wirklich, also ich fahre ja immer gute Zeiten in der Regel, aber so eine 1,27, das sind 2 Sekunden. Die sehe ich einfach nicht. Warum er mir auch nicht die anderen Reifen gibt, weiß ich nicht. Oder ich nehme jetzt nochmal das ausgeglichene Standard-Setup. In Ordnung. Das werde ich jetzt nehmen. Das ausgeglichene Standard-Setup. Genau, das nehme ich jetzt. Aber nicht viel rum. Ich kann leider keine Supersoften auswählen. Ich muss die nehmen, okay. Da kriege ich jetzt halt mit den Reifen auch nicht die Weltklasse-Zeit hin. Aber es ist sowieso schon so hart am Limit. Probieren wir es nochmal. Ich will es nicht aufgeben. Ich bin da schon, da packt mich jetzt so ein bisschen die Competition.
Aber es ist ja nur für die 19er Zeit so hart am Limit. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. So, probieren wir es mal. Hier komme ich schön rum, das sieht gut aus. Kurz Nase rümpfen. Jetzt rein in die Eisen. Schön genommen. Hier ein bisschen aufpassen, nicht zu weit ausholen. DRS mitnehmen. Und rein auf die Eisen. Rein, 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 rein. Lieber ein bisschen langsamer in die Kurve, dafür komme ich vielleicht schneller raus. Da kann ich nicht mit Vollgas fahren. Hier schon. Ne, muss ich kurz vom Gas, sonst fliege ich links raus. Die traue ich mir auch nicht, die vorige mit Vollgas zu nehmen, ne? So, ihr seht, das ist so hart am Limit. Da sehe ich auch nicht wirklich schnellere Zeiten auf mich zukommen. So, weiter, weiter. Es fehlt einfach an Dampf. Dem Bock fehlt es wirklich an Dampf. Hier muss man schön rausziehen, dann passt das. Aber es ist eine saubere Runde, die sieht für mich gut aus, aber es reicht halt nicht für die Qualifying-Trainingsgeschichte, so wie es aussieht. Aber vielleicht eine Millisekunde noch auf die Eisen. Los, 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 los. Jetzt muss ich nervös, jetzt werde ich nervös. Komm schon, bitte, gib mir die Zeit. Nein, wieder nicht. Ach, es ist... Es ist mir zu eng. Ich kriege es nicht hin, Leute. Nicht böse sein, aber probiert habe ich es jetzt mehrfach. Aber es ist bei einer, selbst bei einer sauberen Runde so kleine Nuancen da. Da fehlt ein Stückchen, da fehlt ein Stückchen. Und das halt auch nur für die 19. Für den 19. Platz. Ne? Wir gehen zurück. Ich mache jetzt das Qualifying. Gucken, was wir da rausholen werden. Ich sehe jetzt da nicht wirklich für mich noch Potenzial, das irgendwie aufzuholen. Ab zum Qualifying, es war nichts drin. Ein interessantes Training, schauen wir uns noch einmal die Top. Eriksen ist vor mir mit einer 1,28. Komm da nicht ran mit 1,29. Training geht zu Ende, freuen wir uns auf. Ja, der ist mit Supersoften gefahren, vielleicht hilft es mir jetzt im Qualifying. Wird eine harte Saison, wenn es so losgeht. Wir werden ja sehen, vielleicht bringt ja noch ein bisschen die Performance über die Fahrzeuggeschichten, ne? Wenn ich da noch ein bisschen aufhole. Oder vielleicht ist jetzt auch der Schwierigkeitsgrad zu hoch für mich. Ne? Es kann ja natürlich auch sein, dass Meister jetzt zu hoch ist. Ne? Dass da einfach für mich die Geschichte abgefahren ist. Werde ich mir anschauen. Gucken wir. Jetzt habe ich auch mal super softe Reifen drauf. Mal gucken, was passiert. Das Qualifying für den großen Preis von Australien sollte jeden Moment... Setup habe ich jetzt das Standardding drin. Lasse ich auch drin. Lief ja gut mit Standard. Und auf geht's, fliegende Runde. Zwei Runden fahren wir, ne? Vielleicht kriegen wir dann eh neue Reifen oder können dann nochmal wechseln. So. Ist alles nicht wirklich optimal, was ich hier zusammen fahre. Aber vielleicht kann ich es im Rennen mit Aggressivität wieder auffangen. Wir gucken mal. Dann wollen wir mal. Schauen wir doch mal, wo wir da landen. Zu wenig gebremst. Heißes Pflaster hier. So. Ja, man denkt irgendwann, man kennt die Strecken alle, aber... Pustekuchen, da hätte ich mehr Gas geben können. Ich muss es in der zweiten Runde, jetzt werde ich mich ein bisschen warm fahren und dann mache ich es in der zweiten. Ich habe jetzt, kommen wir wahrscheinlich eh nicht unter die Top 10. Boah, 1,26. Boah, alles klar, ey. Alles klar. Dann weiß ich ja ungefähr, wo ich hin muss. Es wird ja gesagt, es wird, die KI wird pro Schwierigkeitsstufe eine Sekunde schneller. Hier sind sie 3 Sekunden schneller als ich. Gefahren, da muss ich gleich voll einlenken, so wird nichts. Auto fährt sich genauso wie im Training. Da werden die Zeiten nicht unbedingt besser. Das ist so meine Lieblingsecke hier.
da verliere ich immer so ein bisschen. Es ist wie in Hockenheim, da verliere ich auch im letzten Drittel immer ordentlich Zeit. So. 27, 28, yo. Optimal, ne? Irgendwann, ihr habt es auch gesehen, dass es nicht ganz so perfekt war, eben die Ecke. Jemand ist gerade eine bessere Zeit gefahren als wir. Du bist in die vierte Reihe. Jo, ich werde das durchgereicht. Ich werde das ganze Qualifying-Training hier durchziehen. Der nächste Top-Zeit. Ja, das musst du mir jetzt nicht jede Runde erzählen. Oder nicht jede Platzierung. Entspann dich mal ein bisschen, Boy. So. Na. Fehlt da auch wieder ein bisschen, ne? Ihr habt's gesehen. Falls lange bis die Reifen im Arsch sind oder der Sprit leer ist. Ich glaube, hätte ich von Anfang an in der ersten Saison schon so performt, hätte ich Sorgen bekommen. Ja, ich fahre jetzt auch gleich ran. Also da könnt ihr jetzt sehen, was ihr wollt. Also das ist Hardcore. Richtig Hardcore. Das Rennen werde ich so nehmen. Ich versuche irgendwie in die Punkte zu fahren, wenn das irgendwie möglich ist. Sieht aber nicht so aus. Ich werde ganz hinten starten und über Taktik vielleicht irgendwie rankommen. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Das wird meine beste Runde, wenn ich mich anstrenge. Aber das ist auch die einzige, die ich noch fahren kann. Die Reifen bauen schon ab, ne? Nö, die sind noch fit. Kann noch eine probieren. Na, scheiße. Hängt mir der Scheiß da vorne Fresse. Aber die Zeit gilt noch unglaublich. Ihr seht, ne, das ist wirklich so hart. Und die Überholmanöver sind noch ein mit eingerechnet. Wieder die Ecke nicht so richtig tippig genommen. Ich fahre noch eine. Wird die letzte sein jetzt. Oh nee. Jetzt kommt da einer raus. Toll. Ach, schlecht. Das ist richtig gemein jetzt. Schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Boah. Uiuiui, liebe Kinder. Da gibt noch ein bisschen Zeit. Du gleich einlenken und kommst du nicht rum und ich komme wieder nicht rum. Okay, das wird es wohl gewesen sein, ne? Fehlt jetzt ein bisschen Schwung durch diesen Ausflug auf den Rasen. Ne, da komme ich nicht mehr so richtig schön rum jetzt. In Ordnung, die muss ich nehmen. Die oder nix. Gucken wir doch mal, was wir im Rennen reißen. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Es wird lustig, würde ich sagen. Ich fahre raus. Gönnen wir uns noch die Ecke hier. Ja, da werden noch ein paar mehr rausfahren, die mich überholen werden. Am Ende werden wir ja sehen, wo wir landen. Moment, kann ich nicht. Ja. Bis die das Auto reingeschoben haben, dauert zu lang. Ich habe mir schon mal einen Kaffee hingestellt fürs Rennen. Und dann gucken wir mal. Ja, wir beenden das. Oh, wo ist denn? Ich bin hinter Eriksen. Deutlich 3 Zehntel.
Gucken wir, wo sind die wir denn? Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest. Werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Boah. Hamilton, Vettel und Jensen Button. Für heute war's das. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es um den großen Preis geht. Okay, Leute. Drück mir die Daumen für den großen Preis. Mehr ist nicht drin. 15 Minuten Qualifying, ein bisschen Training und hast du nicht gesehen. Jetzt Daumen drücken, dass wir es hinkriegen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Rennen, was ich da von hinten reißen kann, weiß ich nicht. Zu Ende fahren. Meine oberste Prämisse ist es in dieser Saison, ich möchte jedes Rennen zu Ende fahren. Kann ja mal passieren, dass man crasht, aber ansonsten zu Ende fahren. Und natürlich versuchen, die Platzierung aus dem Vorjahr zu verbessern. Und ja, so ein paar Podiumsplätze schon, aber das wird ein Haufen Arbeit. Bis dann. Ciao, ciao, euer Baggy.